Das haben wir da Vorkosten. Guck mal da, guck mal hier. Guck mal nicht da, guck mal hier. Hallo. Und da, was ist das denn? Hallo Tierfreunde und willkommen zu einer weiteren Ausgabe mit ohne. Diesmal kombiniere ich gleich mehrere Wünsche von euch, denn einige haben sich einen Kuchen ohne Zucker gewünscht und einige einen Kuchen ohne Fett. Und außerdem war noch einer dabei, der wollte gerne einen Kuchen haben ohne Spezialmehl, also sowas wie Lupinmehl oder Sojamehl. Ja, und das mache ich heute dann alles in einem Rezept, deswegen gibt es einen zuckerfreien Apfelkuchen ohne Fett. Okay, los geht's. So, als erstes bemühen wir gleich mal einen Mixer. Und zwar brauchen wir erstmal 40 Gramm Cashewkerne, das sind ca. 3 Esslöffel. Außerdem zum Süßen 200 Gramm Datteln und 300 Milliliter Wasser. Wenn ihr jetzt keinen Hochleistungsmixer zu Hause habt, dann könnt ihr einfach die Datteln und die Cashewkerne in den 300 Milliliter eine Weile einweichen und dann mit einem Pürierstab das Ganze pürieren. So, und jetzt wird das Ganze gemixt, bis ihr eine schöne, feine Masse habt. So, das war jetzt ca. 1 Minute mixen und so soll das Ganze im Endeffekt aussehen. So, dann braucht ihr 200 Gramm Dinkelmehl und da gebt ihr jetzt einfach eure pürierten Datteln und Cashewkerne rein. So, dann kommt jetzt nur noch ein Teelöffel Backpulver dazu und ein Teelöffel Natron. Und jetzt könnt ihr das Ganze mit einem Rührgerät einfach zu einem schönen Teig verrühren. So, und schon ist euer Kuchenteig fertig. Wie ihr seht, das ging wirklich super schnell. Und dafür braucht ihr auch nicht viele exotische Zutaten, denn, also zumindest ich für meinen Teil, habe Datteln und Cashewkerne eigentlich immer zu Hause. Und ihr könnt übrigens auch statt Datteln alles andere an Trockenfrüchten nehmen, zum Beispiel getrocknete Aprikosen oder Rosinen. Da wird sich halt jedes Mal der Geschmack ein bisschen verändern und ja, auch die Süßkraft ein bisschen. So, und jetzt könntet ihr, wenn ihr es mit dem kein Fett nicht so ganz ernst nehmt, auch eure Form mit Margarine oder zum Beispiel Kokosfett ausstreichen, damit sich der Kuchen nachher gut aus der Form löst. Aber ja, ich mache das jetzt wie so oft wieder mit Backpapier. Ich lege jetzt mal das Backpapier auf den unteren Teil drauf, setze dann den Ring oben rauf, verschließe diesen und ich mache das immer so, dass ich hier so einen Streifen habe, den ich jetzt ganz einfach abschneiden kann. Dass ihr so einen Streifen habt und den halbiert ihr einfach nochmal. Und die beiden Streifen haltet ihr jetzt kurz unter warmes Wasser, damit sie sich einfach leichter in die Form reinschmiegen. Denn wenn man die einfach so reinlegt, das ist nicht immer so einfach, dann halten die nicht wirklich gut. Und da könnt ihr jetzt ganz einfach euren Teig reinfüllen. Ihr könnt übrigens auch eine Kastenform verwenden, das habe ich auch schon mal gemacht. Und die Apfelstückchen, die wir jetzt gleich machen, würdet ihr da einfach oben rauflegen. Das sieht auf jeden Fall auch sehr gut aus. So, den Teig ein bisschen verstreichen. An die Kanten ran. So, dann geht es an die Äpfel. Wie viel ihr da jetzt wirklich braucht, könnt ihr irgendwie auch selber entscheiden, je nachdem wie dicht ihr den her zusammenlegt, die Stückchen. Ich habe jetzt hier 600 Gramm ungeschälte Äpfel. Euren Ofen könnt ihr jetzt übrigens schon mal vorheizen auf 170 Grad. So, die Äpfel viertel ich jetzt. Ich mache das Gehäuse raus. Und dann schneide ich die immer leicht schräg zur Mitte hin, einfach in dünne Scheiben, dass ihr quasi ja solche Scheiben habt. So, und jetzt könnt ihr die Apfelstückchen auf dem Teig verteilen und zwar einfach immer kreisförmig, leicht überlappend. Und wie gesagt, ihr könnt ja auch selber gucken, wenn ihr es anders anordnen möchtet oder die Stückchen einfach weiter auseinanderlegen wollt, ja, könnt ihr das auch einfach machen. Ihr könnt die Äpfel zum Beispiel auch schälen, halbieren und dann die ganzen Stückchen, also quasi so, rauflegen. Ein bisschen einritzen vielleicht vorher. Dann gibt es auch ein ganz schönes Muster auf dem Kuchen. So, ganz so viele Äpfel brauchte ich jetzt doch nicht. Egal. Kann man auch so essen. Aber fand ich, hätten jetzt 400 Gramm Äpfel ungefähr gereicht. Die Äpfel könnt ihr jetzt noch ein kleines bisschen festdrücken.
Und dann kommt der Kuchen bei 170 Grad circa für eine halbe Stunde in den Ofen. So, das war jetzt eine halbe Stunde und der sieht, finde ich, schon richtig gut aus. So, ich habe den Kuchen jetzt mal so eine Viertelstunde ein bisschen abkühlen lassen und mache jetzt mal erstmal den Ring ab. Ja, wie ihr seht, es backt fast nichts an. Natürlich ein bisschen wird immer dran sein, aber ist auf jeden Fall besser, als wenn ihr halt die ganze Form voller Teig habt. Das Backpapier noch vorsichtig abziehen. So, dann schneide ich den jetzt mal an. Ja, und wie ihr sehen könnt, der Kuchen ist wunderbar aufgegangen. Ja, und der Teig sieht ein bisschen so aus, als wäre der mit Zuckercouleur eingefärbt, so wie diese Brötchen, die immer so extrem dunkel aussehen. Aber ich finde, das sieht gar nicht schlecht aus. Ja, mal kosten. Mmh. Und er ist wirklich oberlecker, auch nicht zu süß, also finde ich jetzt zumindest. Aber mit den Datteln könnt ihr auch noch ein bisschen experimentieren, mehr oder weniger reintun. Und wie gesagt, wenn ihr andere Trockenfrüchte nehmt, dann ändert sich auch die Süße ein bisschen. Ich meine, dass bei Aprikosen das Ganze ein bisschen weniger süß wäre. Aber ja, das könnt ihr zu Hause auch mal ausprobieren. Und was mir an dem Kuchen halt auch gut gefällt, ist, dass er auch für Kinder geeignet ist, weil halt kein Zucker drin ist. Milan, kommst du mal kurz? Das mal wieder vorkosten. Guck mal, da, guck mal hier. Guck mal nicht da, guck mal hier. Hallo. Und dann, was ist das denn? Im Mund stecken. Na, ist das lecker? Ja, ich glaube echt, dadurch schmecken ihm besser. Aber, oder auch nicht. Doch, er scheint zu mögen. Also falls ihr mal einen Kindergeburtstag habt, also sozusagen einen Babygeburtstag, dann wäre der Kuchen auch genau das Richtige, weil die ganz Kleinen halt auch mitessen können. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbacken. Wenn ihr noch andere Vorschläge habt, was ich mal mit ohne kochen oder backen soll, dann schreibt es mir wie immer in die Kommentare. Und bis zum nächsten veganen Kochenende. Tschüss!